So, mit der Technik ist ja immer gar nicht so einfach, auch bei so einer Digitalisierungskonferenz. Wir lernen alle nicht aus, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe einfach mal ein Zitat mitgebracht für euch. Heute soll es um die Frage gehen, vielen Dank für die Einladung, so gelingt digitale Klimakommunikation, Barrieren, Hürden, Chancen, Risiken, also wir schauen da mal gemeinsam tatsächlich rein. Herzlich willkommen hier, ich bin Jana Hoppmann, Psychologin, habe mich selbstständig gemacht als Klimapsychologin und eben jetzt auch mit anderen Leuten zusammen ein Sozialunternehmen zur Klimapsychologie und Klimakommunikation und auch Fragen der Führung in der Klimakrise gegründet. Ich habe ein kleines Versprechen für euch. Und zwar würde ich euch heute gerne, wir haben so ungefähr 40 Minuten miteinander gemeinsam. Ich habe gesehen, dann geht es eben auch ins Abendessen, beziehungsweise in den Abschluss der Veranstaltung. Dementsprechend werde ich gucken, dass ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, ja, sage ich mal, mich fokussiere auf die Punkte, die wesentlich sind. Erst recht, weil wir natürlich jetzt auch ein bisschen später gestartet sind. Es geht um die Grunderkenntnisse heute der Psychologie auf das Thema Klimakommunikation und eben 7 Tipps, die ich euch nochmal mitgeben möchte zum Thema Klimakommunikation im Allgemeinen, mit aber immer der Frage, was heißt es eigentlich im digitalen Raum besonders? Und am Ende hoffe ich sehr, dass wir noch einige Fragen von euch beantworten können und einfach miteinander nochmal in den Dialog kommen, in den Austausch. Als allererstes seid ihr aber erstmal dran. Und zwar mit der Frage, welcher Tweet rettet denn die Welt? Ihr habt die kleine Aufgabe, mal 3 Minuten für euch alleine mit Slido. Ich zeige gleich einmal den QR-Code und ansonsten auch den Link, sodass ihr den eigenständig aufrufen könnt über Laptop oder Handy. Schreibt mal gerne einen Tweet von maximal 280 Zeichen, also klassische Tweetlänge. Der deiner Meinung nach jetzt wirklich etwas zum Thema Klima bewegen könnte. Also nicht so einfache Aufgabe, versucht euch gerne mal. So, hier findet ihr Slido, das ist der Code, mit dem solltet ihr euch einloggen können. Und sobald ihr da euren Tweet abgeschickt habt, praktisch in unserem persönlichen digitalen Raum, ich zeige mal den QR-Code erstmal noch ein bisschen größer. Werden wir dann mal gemeinsam ein bisschen auf eure Tweets gucken. Das heißt, dann werden dann so anonymisiert alle Tweets dann eingespielt werden. Also 3 Minuten Zeit. Nehmt euch kurz Zeit, ne? Also es ist eine kleine Challenge. Den Tweet mal tweeten, der so richtig die Welt retten kann zum Thema Klima. Ich bin ganz gespannt auf eure Tweets. Ja, freut mich, dass noch Personen mit dazukommen. Setz dich einfach gerne. Schön, dass du da bist. Wir tweeten gerade einen Tweet, der die Welt retten kann. Mach einfach gerne mit, indem du den QR-Code scannst. Also ich zeige es nochmal, ein Tweet, maximal 280 Zeichen, der deiner Meinung nach jetzt wirklich etwas zum Thema Klima bewegen kann, beziehungsweise bewegen könnte. Ich habe jetzt noch so 1,5 Minuten Zeit, dann schauen wir mal auf eure Tweets.
Ja, gerne bei Puls eintippen, wenn es geht. Ich glaube, dann sollte das hier auch sich eingestellt zeigen. Vielen Dank für den Hinweis. Ihr seid echte Technik-Expertin. Großartig. Oder mehr oder weniger. Oder werden, wir werden es alle noch. So, super. Jetzt kommen schon die ersten Tweets rein. Macht möglichst gleich verteilen. Ausstieg aus Fossilindustrie, Shell, Total und alle anderen Big Oil Corps endlich zerschlagen und ins Gemeinwohl überführt. Neueste Studien zeigen, wir können uns den Klimawandel stellen. Weg zum Beenden der Klimakrise von kritischen Wissenschaftlern gefunden. Es fehlen nur noch 144. Das konnten wir jetzt leider nicht mehr sehen. Neuer Tweet ist eingestrudelt. Die Welt brennt. Kommt. Komm und hilf uns, die Welt gemeinsam zu retten. Wunderbar, vielen Dank fürs Mitmachen. Behaltet gerne euren Tweet an der Stelle einfach im Hinterkopf und überlegt mal, was waren vielleicht eure Beweggründe, warum ihr den Tweet jetzt genau so formuliert habt. Ihr habt euch ja auf etwas fokussieren müssen, erst recht bei Twitter, 280 Zeichen, unglaublich wenig. Warum habt ihr euch auf das fokussiert, was ihr fokussiert habt? Behaltet es im Hinterkopf, schreibt im besten Fall mal ein, zwei Notizpunkte auf. Wir kommen da dann ganz am Ende nochmal drauf zurück. So, warum aber überhaupt eine psychologische Perspektive auf Klimakommunikation? Ich starte hier zum Thema Klimakommunikation immer gerne erstmal mit meiner persönlichen Story, bevor wir so richtig in die Grundlagen einsteigen. Denn für mich ganz persönlich hat das Thema so richtig angefangen, emotional und greifbar zu werden, als ich mit dem Containerschiff nach Brasilien gefahren bin und dort Pablo kennengelernt habe. Pablo ist ein guter Freund mittlerweile, der in den Philippinen aufgewachsen ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Find einfach in Ruhe einen Platz. Wir sind eingestiegen und kommen jetzt langsam in die Grundlagen. Ja, und ich selbst habe mich für eine sehr lange Zeit ohnmächtig gefühlt. Ich schätze mal, die Klimakrise ist für euch alle eher mit unangenehmen Gefühlen von Wut, Ohnmacht oder Ähnlichem assoziiert. So war es eben für mich auch sehr, sehr lange. Und die Frage war eben, die ich mir gestellt habe, wie kann es eigentlich sein, dass die Klimakrise so dicht dran ist, ne? Also Freunde von mir direkt betroffen sind und gleichzeitig wir alle so wenig tun. Und da fängt eigentlich die Psychologie an, so richtig spannend zu werden. Und gleichzeitig glaube ich ganz fest und deswegen engagiere ich mich, deswegen habe ich ein Social Startup zum Thema gegründet. Ich glaube an eine Welt der Klimagerechtigkeit, also in der wir eben unsere Ohnmacht, die wir spüren, überwinden können. Und eine Klimaangst nicht so stark ausgeprägt ist, dass sie uns vom Handeln abhält, sondern zu den notwendigen, realistischen, pragmatischen Konsequenzen dann führt. Was macht Climate Mind? Wir sind eine Klimapsychologie, Klimakommunikationsagentur und eben genau aus dem Hintergrund heraus haben wir gesagt, wir wollen die Ohnmacht versuchen zu überwinden. Wir wollen Menschen und auch ganze Organisationen dazu empowern, tatsächlich aus der Ohnmacht rauszukommen und selbst zum Handeln zum HandlerInnen und nicht nur von Interessierten zu sein. Dass ihr also nochmal kurz einen Hintergrund habt und da wird es am Ende auch nochmal so ein bisschen Materialien geben. Also ich arbeite einerseits mit eben psychologischen Grundlagen, da bin ich praktisch so eine Art von Übersetzerin von der Forschung rein in die Praxis. Und wir geben eben Beratung und Weiterbildung genau zur Klimakommunikations-, Klimapsychologie-Themen. Sind damit eine Klimapsychologieagentur, die erste und einzige bisher im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das soll es an der Stelle schon gewesen sein und ich würde gerne direkt mit euch einmal einsteigen. Was hält uns eigentlich ab, kollektiv, nicht nur uns als Individuen, sondern eben auch Gruppen in Organisationen, hallo, herzlich willkommen, das zu tun, was so notwendig wäre in dieser Zeit. Denn wir leben ja in einer Zeit, in der wirklich die Welt brennt, wortwörtlich. Und in der die Frage ist, was hält uns denn eigentlich davon ab, das relativ Offensichtliche zu tun? Das ist ein super wicked problem. So wie alle anderen SDGs auch, ist die Klimakrise ein wirklich vertracktes Problem, an dem wir erstmal nicht so einfach zu einfachen Lösungen kommen können, sondern jede einzelne Lösung immer damit einhergeht, dass wir vielleicht andere Probleme wieder erleben. Und in der Psychologie können wir uns ganz grob drei wichtige Zutaten anschauen, um überhaupt zu verstehen, wieso Menschen so handeln, wie sie es tun. Einmal sind das immer natürlich die Rahmenbedingungen. Auch einige von euren Tweets, die drehten sich rund um die Rahmenbedingungen, die Kontextfaktoren, die Wirtschaft, die Politik. Da können wir als Individuen mit einzelnen, hallo, herzlich willkommen, mit einzelnen Entscheidungen relativ schwierig was dran machen.
Konsumentscheidungen führen noch lange nicht dazu, dass die Rahmenbedingungen sich anpassen können, aber wir können was anderes machen. Da bleibt neugierig, kommen wir gleich dann zu. Also die Opportunities. Wenn die Rahmenbedingungen gelegt sind, haben wir die Möglichkeit, natürlich an die Motivation zu gehen und auch an unsere eigenen Fähigkeiten. Also das ist das, wo die Psychologie so richtig stark ist, an den Fähigkeiten und an der Motivation anzusetzen. Und am Ende sind sie alle miteinander verbunden, denn was könnten wir tun, wenn zwar wir die Motivation haben, aber die Fähigkeiten nicht, oder wir haben Fähigkeiten und uns fehlt aber die Motivation, oder wir haben Rahmenbedingungen, aber niemand hat Lust, im Rahmen eigentlich von tollen, klimaschützenden Rahmenbedingungen, in denen wir leider aktuell noch nicht leben, was zu handeln. Also das heißt, wir brauchen immer diese drei Zutaten, damit wir wirklich aktiv werden. Sprich für euren Tweet, schon mal eine kleine Idee an der Stelle. Die Frage ist, wo setzen wir an mit unserem Tweet? Ne, also an welcher Stelle, welche Barriere wollen wir gerne überwinden durch unsere digitale Klimakommunikation? Wo setzen wir an? Und wo können wir überhaupt ansetzen? Können wir tatsächlich mit digitaler Klimakommunikation an die Fähigkeiten ansetzen? Wahrscheinlich relativ schwierig. Können wir an der Motivation ansetzen? Ja, schon eher. An den Rahmenbedingungen? Wahrscheinlich auch. Was ist Klimapsychologie? Psychologie beschäftigt sich ja mit dem Erleben und Verhalten von Menschen, also all dem Denken, Fühlen, Identität, Sozialidentitätsfragen. Wie kommen wir zu dem, was wir eigentlich machen am Ende? Natürlich nicht nur als Individuen, sondern in der Gruppe, in der Organisation, in der Gesellschaft. Da wird es eigentlich erst so richtig spannend. Und da spannt sich auch in der Umwelt- bzw. Klimapsychologie zwischen dem Individuum, ne, also uns Einzelnen als eigentlich abgesonderte Teile einer großen Gesellschaft. So richtig spannend wird es ja erst, wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen und eben wie wir uns in Beziehung setzen mit unserer Umwelt oder Mitwelt. Schon allein der Begriff Umwelt zeigt ja eine bestimmte Art von Separierung an der Stelle, von der ausgegangen wird. Ja, und ganz wichtig erstmal zu verstehen, auch für digitale Klimakommunikation, ist interessant ist die Klimakommunikation dann, wenn wir eigentlich zwei Brücken schaffen zu überwinden, beziehungsweise zwei große Lücken versuchen zu schließen. Einmal die Lücke zwischen dem Wissen und der Absicht. Wir alle kennen das, wir wissen über ein bestimmtes Thema Bescheid, haben wir noch lange keine Intention, tatsächlich daran zu gehen. Und zwischen der Intention und dem Verhalten. Da habe ich mal gerne das Beispiel, wie lange ich mir schon vornehme, und obwohl ich das sogar in Vorträgen kommuniziere, hilft es mir dennoch nicht so richtig weiter, wie lange ich mir vornehme, mit dem Sport endlich mal anzufangen. Die Intention ist seit sehr langem da, mehr Sport zu treiben, aber zum Verhalten habe ich es leider immer noch nicht in der Regelmäßigkeit geschafft. Das heißt, das sind eigentlich zwei Lücken, die wir grundsätzlich versuchen zu schließen in jeder Art von Klimakommunikation, in jeder Art von Klimabildung, in jeder Art von Konferenz, die wir hier eigentlich zusammenkommen. Denn nur eine Konferenz, die das Wissen fokussiert, dann gehen wir raus und nichts passiert. Überhaupt gar nichts. Richtig spannend wird es bei der Frage, wie kommen wir an die Absicht, tatsächlich andere Entscheidungen zu treffen, sich was vorzunehmen, wie kommen wir dann wirklich zu dem Verhalten? Weil am Ende kriegen wir eine Krise nur gelöst, wenn wir alle auch wirklich anpacken und was machen. Ja, Psychologie kann einerseits natürlich diese Phänomene erklären und andererseits ist Psychologie dementsprechend auch ein Hebel, wenn man von dort aus diese Erkenntnisse anwenden kann, auch in die Praxis. Und genau das machen wir als Agentur zum Beispiel. So, und jetzt kleinen Überblick über die wichtigsten Barrieren. Ich mache da so einen kleinen Galopp dadurch, weil wir das ja alles mal direkt anwenden wollen auf die digitale Klimakommunikation. Also was hält uns jetzt im Spezifischen nochmal ab vom Handeln? Wir haben die drei Zutaten schon kennengelernt. Mit den Rahmenbedingungen setzt sich Psychologie eher so indirekt auseinander, natürlich auch mal wichtig. Ganz fokussiert ist die Psychologie als Disziplin natürlich auf die Motivation und die Fähigkeiten. Das heißt, da gucken wir nochmal jetzt tiefer rein. Die erste Barriere ist die Frage der psychologischen Distanz. Also wie nah wirkt auf mich die Klimakrise? Dass sie nah dran ist, rein objektiv. Ne, gute Freunde von mir sind betroffen, wir haben die Katastrophe im Ahrtal gehabt. Sie objektiv da ist, ist klar. Aber wie wirkt sie denn auf uns? Also was ist unsere Wahrnehmung? Und das ist das Entscheidende, von der Grundlage aus wir handeln. Nicht wie es ist, sondern was wir glauben, wie es ist.
Das heißt, hier ist einmal die Frage natürlich, welche Rolle spielt Wissen, welche Rolle spielt eben die Wahrnehmung von Bedrohung. Und ganz wichtig ist erstmal festzustellen, wir sind alle irrationaler, als wir denken. Also wir hoffen natürlich, wir haben manchmal einen Schlagabtausch, geben Argumente, vielleicht beruht euer Tweet auch auf Argumenten. Da hofft ihr natürlich, dass dann auch die anderen Leute sich die Argumente angucken, damit arbeiten, das aufnehmen, darüber nachdenken, denken so, ach, das ist ja ein tolles Argument, jetzt mache ich alles anders. Die Rolle von Wissen ist leider relativ gering nach psychologischer Forschung im Allgemeinen. Das heißt eigentlich so schon mal sagen, all das, was wir an der Hand haben, vielleicht auch in der Schule gelernt haben, ne, Wissen zu vermitteln, Vorträge zu halten, ist relativ schwierig. Das wird uns jetzt erstmal an der ersten Stelle im Vortrag genommen. Was machen wir denn jetzt mit einem Tweet? Was kann ein Tweet denn eigentlich dann erreichen, wenn er nicht nur Wissen vermitteln sollte? Also nicht nur Wissen, aber was dann? Wie gesagt, die Frage der psychologischen Distanz, wie dicht dran wirkt auf uns die Klimakrise? Sobald wir das Gefühl haben, etwas scheint weit weg, dann erleben wir es als psychologisch irrelevant. Also wenn es uns nicht persönlich betrifft, auf unterschiedlichen Ebenen, setzen wir uns damit nicht auseinander, denken, ach, ist doch mal der To-Do-List aber ganz hinten. Also wenn mich das nicht mehr betrifft, dann schlafe ich dann noch mal ein bisschen drüber. Und bei der Klimakrise haben wir das Thema, dass hier eben es auf vielen Ebenen in der Regel als weit weg dargestellt wird. Zeitlich, geografisch, sozial, hypothetisch. Wir haben also auf vielen Dimensionen das Gefühl, es sei weit weg, weil es so zum Beispiel medial repräsentiert wird. Auch hier wieder die Frage, wie schaffen wir es mit einem Tweet tatsächlich, dass die Krise auch als Krise wahrgenommen wird? Und was sollten wir dann, ich warte noch mal kurz, ich glaube, jemand wollte noch abfotografieren. Was sollten wir stattdessen schaffen? Statt einer Distanz zum Thema eine emotionale Nähe. Also es soll ganz klar sein, das ist eine Krise, die im Hier und Jetzt stattfindet, auch Leute wie wir betroffen sind und es einen wissenschaftlichen Konsens gibt. Zweite Barriere. Also Wissen reicht nicht aus, wir brauchen eine psychologische Nähe, also eine emotionale Nähe zum Thema, auch in der digitalen Klimakommunikation. Das wird gar nicht so einfach, weil wir haben ja in der Regel bei der digitalen Klimakommunikation eine sowieso schon relativ distanzierte Haltung. Also ich sehe ja mein Gegenüber in der Regel gar nicht so direkt. Oder auf jeden Fall bei Twitter. Da sehe ich vielleicht das Profilbild, dann muss ich mir die Person vorstellen, aber sowieso schon relativ distanziert. Wie schaffen wir dann eine emotionale Nähe? Zweiter Punkt, Frage der psychologischen Distanz haben wir jetzt erstmal zur Seite gelegt. Kognitive Dissonanz. Auch das hält uns ganz stark vom Handeln ab. Denn wir erleben in der Regel in dieser Welt, in der wir uns befinden, eine ständige Widersprüchlichkeit zwischen dem, was uns eigentlich wichtig ist, also Klimaschutz ist super wichtig, das denken ganz viele Menschen in der Gesellschaft, und ist auch gut so, und gleichzeitig zeigen sie ein ganz anderes Verhalten. Also wenn ich mir jetzt neu, ich baue mir ein neues Haus, so ein ganz großes Haus, ist ja schick, Stahl, Zement, ja, darf man eigentlich nehmen, ah ja, ich mache das trotzdem. Also diese Widersprüchlichkeit ist natürlich einerseits, was wir gerne auch beurteilen, verurteilen bei anderen, aber wenn wir selbst mal überlegen, wir alle zeigen diese Widersprüchlichkeit und müssen sie zeigen aufgrund der Rahmenbedingungen. Wir können es aktuell noch nicht schaffen, vollkommen konsistent, was aber eigentlich unser psychologisches Bedürfnis ist, so zu leben, dass alles zusammenpasst. Unser Glauben, unsere Werte mit dem Verhalten, das ist aktuell nicht möglich, weil es nicht die entsprechenden Dinge in Supermärkten gibt, weil es noch nicht die entsprechenden Unternehmen gibt, weil wir große Fragen noch nicht geklärt haben. Also nur weil uns etwas wichtig ist, heißt es eben noch lange nicht, dass wir es einfach übersetzen können. Aber auch das hält uns ab, denn wir wollen gerne relativ konsistent sein. Wir wollen das Gefühl haben, da passt alles zusammen. Und was machen wir dann? Wir bauen es uns einfach zusammen. Wir haben unterschiedliche Strategien, wie wir da einfach so rangehen. Ich sage dann zum Beispiel, ich bin eigentlich gar keine Klimaschützerin, dann passt wieder alles zusammen. Oder ja, ich lebe ja dafür gar vegan, dann ist mein Wunsch schon egal. Also es gibt unterschiedliche Strategien, wie wir versuchen, die kognitive Dissonanz aufzulösen. Machen wir nicht immer bewusst, sondern auch natürlich durchaus unbewusst. Und das ganz unten, das wollen wir eigentlich als Klimakommunikatorin auch im digitalen Raum schaffen, dass da jemand sagt, ja stimmt, jetzt hast du mir gezeigt, ich bin ja total widersprüchlich. Ja, jetzt fände ich einfach mein Verhalten. Aber leider ist das fast unmöglich, weil es sehr unbequem ist, das Verhalten zu ändern. Und die ganzen Glaubenssätze, die Kognition darüber zu verändern, ist viel leichter als unser Verhalten selbst. Was sollten wir da so mitnehmen?
Klimakommunikation auch im digitalen Rahmen sollte immer dort ansetzen oder mit dort ansetzen, an den Rahmenbedingungen eben den Hebel zu schaffen und durchaus da was anzupassen. Denn diese Widersprüchlichkeit können wir nur langfristig auflösen, wenn wir schaffen, dass das Verhalten, was wir uns wünschen, relativ einfach, bequem umsetzbar wird. Das hört sich total utopisch aktuell an. In der Welt sind wir leider noch lange nicht angekommen. Aber genau das ist das, wofür wir uns auch mit der digitalen Klimakommunikation einsetzen sollten. Der nächste wichtige Punkt, der uns vom Handeln abhält, ist etwas, was sich auf unsere soziale Ader als Menschen bezieht. Und genau da ist natürlich auch digitale Klimakommunikation so spannend, weil wir in der Regel ja in einem Netzwerk eingebunden sind. Also ein einzelner Tweet, was kann der schon bewegen, wenn der jetzt nur von einer Person geschrieben wurde und die weiß ja, was da steht. So richtig spannend wird es dann ja, wenn viele Leute es retweeten, wenn sie darauf reagieren, wenn also eine Bewegung daraus entsteht. Aktuell haben wir noch das Problem, und das ist eine weitere große Barriere, dass Klimaschutz mit sozialer Ablehnung assoziiert ist. Ob in Unternehmen, in der Organisation, in der Familie, ob ich zu Weihnachten dann mal wieder sage, oh, also mit dem Hähnchen, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich ein bisschen was anderes mal essen kann. Meine Mama dann gleich wieder so, oh, du, aber ich habe mir noch total Mühe gegeben. Also aktuell ist Klimaschutz noch mit sozialer Ablehnung assoziiert. Wir brauchen aber eine Welt, in der Klimaschutz mit Gemeinschaft und mit sozialer Bestärkung, mit Anerkennung assoziiert ist. Also wir brauchen diese positive Energie der Gemeinschaft. Ganz kurz dazu, warum ist das so wichtig? Denn man könnte ja denken, Klimaleugnung erklärt sich dadurch, dass Menschen einfach nicht genug wissen. Nein, es sind soziale Komponenten, Identitätskomponenten, die darüber entscheiden, ob Menschen an die Klimakrise glauben oder nicht. Fragen der Zugehörigkeit zu Parteien, Glaube an die US-amerikanische Marktwirtschaft. Also es ist am Ende wirklich die Art, wie wir auf die Welt blicken, aufgrund unseres Weltbildes, in dem wir rein sozialisiert sind. Und deswegen ist es so spannend und auch gleichzeitig so schwierig, ja auch aus den sozialen Netzwerken rauszukommen. Wir sind alle in der Regel in unserer Blase. Auch da wieder die Frage, was kann digitale Klimakommunikation da bewirken? Wie können wir es schaffen, soziale Anerkennung zu stiften für Menschen, die anders denken, sodass sie uns überhaupt zuhören? Also wir kommen da gleich noch mal ein bisschen dazu. Also Klimaschutz, ganz klar, geht nur im Team. Ein einzelner Tweet ist sehr alleine in der großen, weiten Welt. Wir müssen also soziale Unterstützung schaffen. Wir müssen uns gegenseitig darin bestärken, etwas zu bewegen. Und ein einzelner Punkt, den möchte ich da gerne nochmal rausgreifen, ist die Frage der BotschafterInnen. Und da ist es eben auch in der digitalen Klimakommunikation so spannend, denn wir können ja zum Beispiel mit Influencern arbeiten. Influencer arbeiten auch so schon, sage ich mal, für bestimmte soziale oder eben auch weniger soziale Themen. Das heißt, wem kann ich denn eigentlich vertrauen? Wer ist glaubwürdig? Wer wird als kompetent angesehen? Das ist was ganz Entscheidendes für die soziale Anerkennung. Und das ist natürlich besonders spannend eben auch im digitalen Raum. Der nächste Punkt bezieht sich auf die Gefühle. Also was hält uns eigentlich noch ab vom Handeln? Eine sehr starke Angst, eine sehr starke Ohnmacht. Also das sind alles unangenehme Gefühle, die wir bis zu einem bestimmten Punkt aushalten können und damit dann auch zu produktiven Verhaltensweisen kommen können. Also ein bisschen Angst, ein bisschen Sorge ist hilfreich dafür, dass wir ins Handeln kommen. Wenn die aber sehr umfangreich ist, dann haben wir ein Problem. Die Frage ist also hier, wie kommen wir eigentlich aus der Ohnmacht raus? Beziehungsweise, was macht eigentlich Angst erstmal mit uns? Ganz nach Pippi Langstrumpf, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Was bedeutet das konkret? Wir nehmen die Welt natürlich wahr, interpretieren und differenzieren aber zwischen dem, was uns, sage ich mal, von der Aufmerksamkeit her interessant erscheint, ob bewusst oder unbewusst, und wo wir eben mehr Augenmerk drauf legen wollen oder weniger. Das heißt, nach eben dem Ansatz der Emotionsregulation, also wie wir eben mit unseren Emotionen umgehen, tun wir einiges dafür, dass wir angenehme Gefühle langfristig fühlen und unangenehme Gefühle eigentlich, sage ich mal, erst ein bisschen zur Seite gekehrt werden, denn aus Fragen der psychologischen Gesundheit, der psychischen Gesundheit, macht es unglaublich viel Sinn. Wir wollen, dass es uns gut geht. Verständlich. Wir wollen uns mit den Sachen beschäftigen, die uns Freude stiften, Hoffnung geben, Überraschung schenken, Lust machen. Aber was bedeutet es in der Zeit der Krisen? Das heißt dann, dass wir im Zweifelsfall, wenn die Krise so groß wirkt oder auch so groß ist,
dass sie uns überwältigt, dass wir dann zumachen, dass wir dann sagen, oh, na, es gibt ja auch noch andere, ein bisschen spannendere Themen, ein bisschen schönere Themen. Also wenn eben die Angst so groß ist, dann werden wir einiges dafür tun, dass wir die Aufmerksamkeit nicht drauf lenken, das uminterpretieren, uns eben mit was anderem einfach beschäftigen. Das heißt, wir sollten wirklich darauf achten, welche Gefühle wollen wir auslösen und welche eher weniger. Entscheidend ist hier so eine Art von Gefühlskaskade, also wieder für die Frage eurer Tweets, ne, welche Gefühle löst ihr da eigentlich aus? Ich fasse am Ende nochmal zusammen, welche Aspekte besonders entscheidend sind. Natürlich brauchen wir am Anfang, und da sind ja Tweets besonders stark, um Aufmerksamkeit zu generieren, lohnt es sich natürlich, auf das Risiko zu setzen, Risikokommunikation zu betreiben. Also wenn wir jetzt einfach direkt alle bei den Visionen starten würden, dann schien das Thema ja so relativ einfach, sag ich mal, zu erledigen und dann kommt die Dramatik auch gar nicht richtig an. Wir müssen also erstmal anfangen bei der Risikokommunikation. Aber wichtig ist, wir dürfen auf keinen Fall enden, ne? Weil sonst ist die Angst so übermäßig, dass wir irgendwann zumachen und unsere inneren Wände hochfahren. Entscheidend ist, dass wir also weitergehen im zweiten Schritt zu, was bereitet eigentlich Freude, was ist das, was uns spannend erscheint an einer klimagerechten Welt, an Klimaschutz, an den politischen Lösungen, die wir dann finden, an neuen politischen Rahmenbedingungen, also angenehme Gefühle auszulösen und immer den Fokus zu setzen, weg von der Ohnmacht, rein in die Selbstwirksamkeit, also dass wir uns gegenseitig das Gefühl geben, dass wir wirklich was bewegen können. Natürlich können wir als einzelne Menschen sehr wenig bewegen, aber in der Gruppe unglaublich viel. Und das müssen wir weiter erzählen. Dazu nur ganz kurz, kleiner Exkurs. Wer kann hier die Assoziationen zu machen? Was ist das beides, ja? Genau, Klimahandabdruck, Klimafußabdruck. Fußabdruck ist ein guter Einstieg, ne, um mal reinzukommen, Risiko. Kommunikation, was bedeutet es eigentlich mit meinem eigenen Leben? Bringt es aber relativ schnell an die Frage, ja und, was mache ich denn jetzt? Weil ich kann jetzt trotzdem nicht irgendwie die Infrastruktur verändern. Deswegen ist der Handabdruck entscheidend. Vorträge geben, sich politisch engagieren, Parteien beitreten. Also das ist zum Thema Selbstwirksamkeit, kollektive Selbstwirksamkeit entscheidend. Dass wir uns darüber unterhalten, was können wir gemeinsam im Sinne des Handabdrucks wirklich tun. Der vorletzte Punkt, und dann geht es weiter zu der direkten Anwendung auf Klimakommunikation, dann gucken wir uns das nochmal genauer an, ist der Selbstwertschutz. Also wir tun sehr, sehr viel dafür, dass wir bei Schuld oder Scham oder allen anderen selbstwertbedrohlichen Situationen, dass es uns weiterhin gut geht. Ne? Also wir haben selektive Indizien, die wir sammeln, so wenn wir durch die Welt laufen, also sprich, wenn ich so eine Zeitung aufschlage, lese ich nicht alles, sondern lese ich vielleicht die Sachen, die uns tatsächlich hinsichtlich unseres Selbstwertes weiter schützen. Ich bewerte gegebenenfalls selbstwertbedrohliche Informationen neu. Und am Ende gewichte ich auch die Informationen, die mein Selbstwert schützen, stärker. Denn wer möchte am Ende schon das Gefühl haben, er sei ein schlechter Mensch? Also wir wollen alles weiter das Gefühl behalten, wir sind ein guter Mensch. Behalten wir das nochmal im Hinterkopf. Entscheidend ist jetzt hier eine super spannende Erkenntnis von Malis Vuolencort, Umweltpsychologin aus Schweden. Sie hat sich damit beschäftigt, welche Rolle sozialpsychologische Grundbedürfnisse eigentlich spielen in der Klimakrise. Ich fasse es kurz zusammen. Sie hat herausgefunden, wenn uns es relativ gut geht hinsichtlich dessen, was uns psychologisch am meisten umtreibt, also dass wir Autonomie empfinden, soziale Verbundenheit und uns als kompetent erachten, dann sind wir in der Lage, tatsächlich, auch wenn selbstwertbedrohliche Informationen, also Infos über die Klimakrise reinkommen, damit relativ produktiv, konstruktiv umzugehen, dass wir auch ins Handeln kommen können. Wenn es uns aber schlecht geht, in Anführungsstrichen, wenn wir uns unwohl fühlen, unsicher fühlen, diese Bedürfnisse nicht befriedigt sind, also der zweite Bereich hier, Frustration, und dann Infos über die Klimakrise reinkommen und die unseren Selbstwert bedrohen, dann haben wir Selbstwertschutzstrategien am Start und machen im Endeffekt zu. Wichtig hier für die digitale Klimakommunikation, die große Frage an euch in den Raum, wie schaffen wir es, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen bereit sind, unterschiedlich neue, potenziell bedrohliche Informationen sich anzuhören und zu verarbeiten. Wir brauchen diese Grundbedürfnisse im digitalen Raum. Wie können wir die stärken? Also wichtig, Autonomie wahren, Kompetenz fördern, soziale Verbundenheit fördern, Selbstwert, also nicht angreifen, sondern aktiv müssen wir den Selbstwert schützen. Und nun kommen wir zum letzten Punkt.
dem inneren Schweinehund. Also die Frage zwischen Intention und Verhalten. Ne? Wir haben uns einiges angeguckt, was von Wissen zur Intention geht. Also wie kommen wir von dem Wissen dann tatsächlich auch da rein, dass wir eine Absicht haben, was zu machen. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Absicht, wie bei mir mit dem Sport. Aber wie komme ich denn jetzt eigentlich jetzt gegen den inneren Schweinehund an? Wichtig ist dafür, sich Ziele zu setzen und auch zu planen. Smarte Ziele, Planungsprozesse aufzusetzen und auch eben Gewohnheiten erstmal nicht aufzubauen, aber dann eben auch zu überlegen, wie kann ich Rückschläge meistern, denn Rückschläge gehören bei jeder Gewohnheit einfach mit dazu. Hier wieder die Frage, kann digitale Klimakommunikation das leisten, den inneren Schweinehund bei uns allen zu überwinden? Wahrscheinlich ist es eine Grenze, wahrscheinlich ist es relativ schwierig, im digitalen Raum dort anzusetzen. Also ganz klar, aber ne, alles geht besser mit sozialer Unterstützung. Also was kann vielleicht dann doch Digitalisierung helfen an dieser Stelle? Indem wir Gruppen schaffen, Zugehörigkeit, Menschen, mit denen wir uns neu austauschen können. Also nochmal für euch zusammengefasst, was hält Menschen ab? Und da schauen wir jetzt gleich nochmal eine zweite Ebene kurz rüber. Frage der emotionalen Nähe. Wir müssen emotionale Nähe schaffen. Distanz reduzieren, Nähe schaffen, ganz wichtig in der Klimakommunikation. Wir müssen auch da ansetzen, Strukturen zu verändern, denn alleine nur über die kognitive Dissonanz, die Widersprüchlichkeit kriegen wir nicht weg, einfach so durch Kommunikation, sondern Kommunikation nur zum Mittel, um Strukturen anzupassen. Wir müssen unbedingt so kommunizieren, dass wir Selbstwirksamkeit stiften und schließlich auch Wertschätzung zeigen zum Thema Selbstwertschutz, also den Selbstwert schützen, die andere Person wertschätzen, einen wertschätzenden, sicheren Raum aufzumachen, damit das ein Raum ist, in dem wir alle bereit sind, über das eine oder andere nochmal nachzudenken und unsere Meinung vielleicht auch zu verändern, wenn es notwendig ist. Gemeinschaft stiften, soziale Anerkennung stiften und eben Ziele und Planung umsetzen. Als i-Tüpfelchen da für euch nochmal darauf, habe ich euch 3 Balanceakte in der digitalen Klimakommunikation mitgebracht, die das nochmal zusammenfassen. Mal zusammenbringen. Also der erste Balanceakt, und die Balanceakte habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern sind von Moser und Dilling, zwei Forschenden, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Ich habe sie ein bisschen aufgeweicht und leicht angepasst. Also das erste Missverständnis, was häufig bei Menschen vorliegt zum Thema Klimakommunikation, ist: Information selbst inspiriert zum Handeln. Moser und Dilling sagen nein, mindestens nicht alleine. Ne, aus den Gründen, die wir eben schon kennengelernt haben, ob psychologische Distanz, kognitive Dissonanz, also das Wissen, die Informationen alleine helfen noch nicht weiter. Also hier die Frage an die digitale Klimakommunikation ist, wie viel Information sollen wir denn dann vermitteln? Wann macht es denn Sinn, die Information zu vermitteln? Und wann brauchen wir es vielleicht auch gar nicht so sehr? Und für welche Zielgruppe eigentlich? Das zweite große Missverständnis, Angst machen motiviert zum Handeln. Auch hier wieder leicht aufgeweicht, Angst alleine motiviert nicht zum Handeln. Kann natürlich ein guter Startpunkt sein, Sorge, Risikokommunikation, Risikowahrnehmung ist ganz entscheidend am Anfang als erster Schritt. Aber dann ist eben die Frage, wie geht es denn dann weiter? Also alleine reicht es noch nicht aus. Thema Emotionsregulation. Hier die Frage an die digitale Klimakommunikation, was bedeutet denn das für die Schreckensbilder, die ja tatsächlich Katastrophen unserer Zeit abbilden? Wie können wir da vielleicht eine Balance stiften und Balance schaffen zwischen diesen unangenehmen Gefühlen, die ausgelöst werden, und gleichzeitig aber, wie gesagt, Utopien oder Ähnliches? Also hier, sag ich mal, zwei Extreme aufgemacht. Sollen wir jetzt nur noch utopische, positive Zukunftsbilder stiften oder tatsächlich auch ein bisschen Katastrophenbilder? Wo darf sich denn in diesem Balanceakt, wie gesagt, das sind alles schwierige Abwägungsfragen, wo befindet sich denn unser eigener Tweet? Vielleicht überlegt nochmal eigenständig, welche Gefühle habt ihr denn da bisher ausgelöst? Wie stark seid ihr auf die Angst gegangen oder auf die Sorge? Wie stark auf die positiven Bilder? Oder habt ihr vielleicht beides sogar kombiniert? Der dritte Balanceakt von 4 ist der, die Frage der Zielgruppenspezifigkeit. Also das große Missverständnis von Moser und Dilling, formuliert haben, ist eben, wir erreichen alle auf den gleichen Wegen. Nein, wir erreichen nicht alle auf den gleichen Wegen. Ich gebe mal gerne das Beispiel, welche Psychotherapeutin würde auf die Idee kommen, jede einzelne Person immer das Gleiche zu erzählen.
Das wäre ganz schön langweilig für die Psychotherapeutin, aber auch für alle Klienten mindestens genauso schrecklich, weil natürlich am Ende es sehr, sehr wenig bringen würde. Also in jeder Art von Klimakommunikation natürlich müssen wir uns auf unser Gegenüber einlassen. Hier nochmal kleiner Querverweis, Stadienmodelle, super spannend, also tatsächlich Ansätze. So wie ich euch die Barrieren mitgebracht habe, kann man sich ja überlegen, wo steht tatsächlich aktuell gerade eine Person? Was braucht sie denn im nächsten Schritt? Und die Annahme ist, nicht jede Person braucht immer das Gleiche, braucht nicht immer wieder mit Wissen oder mit Selbstwirksamkeit beworfen werden, sondern sie durchlaufen unterschiedliche Phasen. Also Wissen, Intention, Verhalten, also drei grobe Phasen, wo man schon mal sich dran orientieren kann. Ja, dann ist auch die Frage, welche Rolle nehmen denn eigentlich Massenmedien versus Gespräche ein? Muss an Dilling sagen, ein Missverständnis ist, wir mobilisieren am leichtesten durch Massenmedien. Hier sehr spannend für die Frage der Digitalisierung. Sie sagen, besser mobilisieren wir über persönliche Gespräche. Und zwar warum? Weil wir genau dort es schaffen können, auf die Zielgruppe sehr spezifisch einzugehen. Und besonders diesen letzten Punkt des inneren Schweinehunds, also die Begleitung eigentlich rein ins Handeln, die wird viel leichter in persönlichen Gesprächen. Also hier die Frage, was heißt denn das jetzt? Also hier nochmal die letzte große Frage, hier digitale Klimakommunikation, maßschneidern oder für jede Zielgruppe etwas? Wie können wir eigentlich damit umgehen? Wie können auch Verwaltungen oder große Social-Media-Accounts es eigentlich gestalten, wenn sie hunderttausende Follower haben und natürlich nicht genau wissen, wer da eigentlich hintersteckt zum einen und zum anderen auch nicht für jeden eben was dabei sein kann. Also wie kann eben eine nicht maßgeschneiderte und trotzdem wirkungsvolle Klimakommunikation eigentlich aussehen? Hier nochmal zusammengefasst. 7 Schritte, die ich in einer Canvas zusammengestellt habe, mit denen ich gerne mit NGOs, Bildungsakteuren, Politik, Verwaltung, mit denen arbeite. Einmal die Frage der Zielgruppe. Also als ersten Punkt sich eben auch, wie gesagt, für eure Tweets mal zu überlegen, für wen schreibe ich den eigentlich? Und wozu? Und was braucht eigentlich genau diese Zielgruppe? Also welche Barrieren, welche Motive liegen davor und welche auch nicht? Und was ist denn der nächste Schritt, bei dem ich eben meine Zielgruppe unterstützen möchte? Und welche Beziehung haben wir eigentlich, also zum Thema psychologische Grundbedürfnisse? Welche Haltung möchte ich zu meiner Zielgruppe einnehmen? Welchen Ton möchte ich gerne kommunizieren? Schließlich auch, welche Gefühle lösen wir eben bewusst oder unbewusst aus? In Paarung eben mit Katastrophenbildern oder utopischen Bildern. Welche Gefühle wollen wir auslösen, welche vielleicht auch bewusst nicht? Welche sind bei uns selbst vorhanden, mit denen wir gerne umgehen wollen? Vielleicht ist es eine große Angst oder Ohnmacht. Aber welche Gefühle macht es denn Sinn, bei der anderen Person auszulösen? Was sind meine Gefühle und wo kann ich die vielleicht am besten verarbeiten? Vielleicht im persönlichen Gespräch mit einer guten Kollegin, guter Freundin. Und was ist denn der Raum, in dem ich tatsächlich etwas bewirken kann, in dem ich für die Zielgruppe kommuniziere? Und eben auch Frage Framing und Storytelling, das für absolute Expertin, also an welchen Werten können wir ansetzen, um eben die Zielgruppe zu gewinnen und welche Geschichten können wir dementsprechend auch erzählen. Das alles zusammengefasst in der Canvas. Und ich würde da jetzt gerne nochmal, wie gesagt, die Canvas, ich habe noch am Ende so einen kleinen Material-Link, QR, also wenn ihr da Lust habt, nochmal Materialien von mir zugesendet zu bekommen, könnt ihr da einfach eure E-Mail-Adresse angeben. Jetzt ist nochmal so die Frage, euren Tweet, wir gucken jetzt am Ende nochmal auf euren Tweet drauf. Welcher Tweet rettet denn die Welt? Ich würde gerne nochmal einmal mit euch ganz kurz raufgucken und mal überlegen, vielleicht, was würdet ihr jetzt, wenn ihr jetzt einen Tweet schreibt, mit genau der gleichen Aufgabenstellung, also ein Tweet, der wirklich die Welt retten kann, was würdet ihr vielleicht leicht anders machen? So eine erste Idee, es kann auch nur ein Wording sein, anderes Wort verwenden, von der Herangehensweise, gibt es eine Frage, die ihr euch vorher nochmal gestellt hättet, einfach mal eine Idee. Eine Sache, die ihr anders machen würdet, bei dem Tweet, der die Welt rettet. Ja. Wie bitte? Sehr dynamisch, vielen Dank.
Hört man mich? Okay. Also ich habe diesen Tweet, besser wird das Klima nicht, wenn du nicht mitmachst, geschrieben. Und ich würde wahrscheinlich jetzt eher noch mehr auf die Thematik eingehen, Klimakrise ist eben da und deswegen müssen wir was machen. Und dann darauf eingehen, es wird eben nicht funktionieren, wenn die Leute nicht mitmachen und deswegen sollen wir das halt gemeinsam machen. Aber ich würde wahrscheinlich am Anfang noch mal stärker auf diese Thematik eingehen. Klimakrise ist jetzt, wir müssen gemeinsam was tun, aber trotzdem die Leute einladen, lass uns gemeinsam was erreichen. Danke. Also du würdest das leicht tatsächlich anpassen, noch mal mehr zum Handeln zu ermutigen und einladen. Vielleicht noch eine andere Idee. Ja, was würdest du anders machen, wenn du jetzt noch mal den Tweet schreibst, der die Welt rettet? Also ich sehe da jetzt zwei Tweets, die ziemlich viele Verneinungen drin haben und das ist ja eine Grundregel auch, Verneinungen vermeiden und passive Formulierungen vermeiden. Zum Beispiel oben Dächer jetzt voll machen gegen Energiearmut, also gegen Armut ist eine doppelte Verneinung schon implizit und für Energiereichtum vielleicht. Ich an den Werten ansetzen und mal überlegen, was ist ihnen eigentlich wichtig, was ist attraktiv, wo möchten wir hinsteuern. Vielen, vielen Dank. Wir könnten das jetzt noch weiter sammeln. Überlegt euch gerne für euch nochmal vielleicht eure Quintessenzen. Ne, also was würdet ihr jetzt tatsächlich vielleicht hinsichtlich eurer persönlichen digitalen Klimakommunikation nochmal leicht anpassen? Schreibt es euch super gerne auf zum Thema Handlungsplanung inneren Schweinehunden. Es ist viel leichter, wenn wir uns jetzt unsere Notizen machen, als tatsächlich morgen übermorgen nochmal drüber nachzudenken. Also, wo können wir einen Check dran machen? Ihr kennt jetzt die 6 Barrieren, die uns nach der Klimapsychologie besonders vom Handeln abhalten. Die habt ihr kennengelernt. Auch die 7 Schritte der Klimakommunikation und wir haben uns jeweils ja auch so Chancen und Grenzen der Klimakommunikation im digitalen Rahmen angeschaut. Ihr könnt jetzt auch einen Tweet schreiben, der die Welt rettet. Naja, da würde ich sagen, arbeiten wir alle gemeinsam dran. Und ich habe abschließend noch eine kleine Einladung an euch und zwar, diese wichtige Arbeit, die wir mit ClimateMind machen, die versuchen wir immer weiter zu stärken. Also tatsächlich in den letzten anderthalb Jahren haben wir ungefähr 1500 Multiplikatoren erreicht und die eben zu Klimakommunikation, Klimapsychologie weiterbilden können. Und wir haben eben jetzt vor, nochmal eine richtige Schippe raufzulegen, also nächstes Jahr nochmal ungefähr 3000 weitere Multiplikatoren zu erreichen. Und in dem Rahmen haben wir jetzt so eine kleine Challenge und würde mich total freuen, wenn alle Personen bei euch Lust haben mitzumachen und heute ist praktisch der letzte Tag der Challenge und zwar müssen wir Voting sammeln für den Social Impact Award. Wir sind nämlich einer von 10 Organisationen, die für den Social Impact Award nominiert sind oder in Finalisten und ich würde euch einladen, alle mal, wenn ihr mögt, herzlichste Einladung, wenn ihr irgendwie diese Themen spannend findet und sagt, da sollten wir ein bisschen weitermachen, für uns abstimmen. Ist leider technisch eine kleine Hürde, ihr müsst euch über Social Media Accounts einloggen. Ich würde euch einfach mal ein bisschen Zeit geben. Und dann gleich zeige ich nochmal einen QR-Code, wo ihr eure E-Mail-Adresse einschreiben könnt, wenn ihr mögt, dass ihr diese PowerPoint erhaltet, wenn ihr Lust habt, Teil von unserer Online-Community zu sein, über MetaMost, wenn ihr Lust habt, den Newsletter zu abonnieren, wir nochmal die Canvas euch zusenden sollen. Funktioniert der QR-Code? Ja, okay, es gibt auf jeden Fall ein paar Nicken, sehr gut. Und wenn ihr abgestimmt habt, dann könnt ihr einfach mal mich angucken und lächeln, dann weiß ich mich Bescheid. Weitermachen, beziehungsweise Lächeln funktioniert nicht so gut, weil großartigerweise viele von euch die Masken aufhaben. Ich würde sagen, dann könnt ihr euch mal so strecken, wenn ihr abgestimmt habt und so weit weit. Streckt euch einfach mal so ein bisschen irgendwie, dann sehe ich das, dass wir weitermachen können. Genau, und da ClimateMind, müsst ihr als erstes mal wahrscheinlich das Video finden. Ich gehe davon aus, einige haben es schon geschafft.
für die Personen, die Lust haben, ihre E-Mail-Adresse dazulassen, zum Thema Klimapsychologie, Klimakommunikation nochmal Materialien zu erhalten. Das ist einfach ein kleines, genau, kleiner Fragebogen, da schreibt ihr einfach euren Namen und E-Mail-Adresse rein und dann melden wir euch dann einfach direkt zum Newsletter an, das ist häufig einfache Variante, weil wir euch dann direkt eben noch Materialien zusenden können. Also alle Personen, die Lust haben, mehr auf dem Laufenden zu bleiben, irgendwie mehr Materialien zu erhalten, scannt gerne diesen QR-Code nochmal. Und jetzt machen wir einen gemeinsamen kleinen Abschluss. Und zwar möchte ich euch noch eins mitgeben, und zwar die digitale Klimakommunikation, die ist überhaupt gar nicht einfach. Ja, also wir haben gerade schon gesehen, unglaublich große Hürden und Risiken und dennoch schlummert da einiges. Und ich freue mich, mich da weiter auf die Reise zu machen und freue mich da jede Person von euch auch an der einen oder anderen Stelle nochmal zu begegnen und wünsche euch ganz viel Spaß in eurer eigenen Reise durch die digitale Klimakommunikation mit vielen Tweets, die mindestens ein ganz bisschen die Welt verändern können. Vielen Dank. Ja, ich würde mal einfach dennoch, obwohl wir ein bisschen hinter der Zeit sind, ich sag mal so 2-3 Minuten noch hier bleiben für Fragen. Also wenn jemand jetzt noch eine Frage hat und sagt, hey, Verständnisfrage, Transferfrage, ich freue mich immer drüber. Nur zu eurer Info, es ist 19.01 Uhr. Ich werde mich dann auch mit in den nächsten Raum bewegen, aber für 1-2 Fragen bin ich jetzt noch offen und hier gibt es irgendwas, was euch gerade noch umtreibt. Ja. Wieder der dynamische junge Herr, fantastisch. Das Thema mit der psychologischen Nähe oder Entfernung ist, finde ich, immer so ganz prägnant. Wie schafft man denn eine psychologische Nähe zuvor? Kommt es denn dir in der Regel, weil die Welt ja doch so groß ist, ganz weit weg sind? Also wenn ich jetzt auch keine Verwandten im Ahrtal habe, ja, vor 20 Jahren war der Main auch schon mal über dem Ufer, ne, aber das ist lange her. Also wie kann man zu diesem, auch jetzt Pakistan, was aktuell wieder ist, wie kann man da eine Nähe schaffen? Das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt, denn ich bin absolute Verfechterin von globalen Themen und globaler Klimagerechtigkeit. Und da ist natürlich die Frage besonders relevant, ne? Wie können wir eine Nähe eigentlich zu globalen Gerechtigkeitsthemen schaffen? Es gibt da so einen kleinen Trick, und zwar über Gemeinsamkeiten zu gehen. Ne, ich habe euch angefangen zu erzählen, Pablo, ein Freund von mir aus den Philippinen. Also er wirkt für mich natürlich zum einen direkt näher dran, weil er mein Kumpel ist, und aber vielleicht auch für euch näher dran, weil ihr da schon mal einen Bezug zu mir habt. Wenn ich jetzt gesagt hätte, es gibt viele Menschen im globalen Süden, also so ganz abstrakt, wäre es unglaublich distanziert gewesen. Ich habe jetzt einen einzelnen Menschen rausgegriffen, der für mich eine große Bedeutung hat. Das kann man natürlich machen über Storytelling, über echte Charaktere gehen, die wirklich existieren. Auch Gemeinsamkeiten betonen, ne? Also statt nur Unterschiede tatsächlich auf die Gemeinsamkeiten zu setzen und zu sagen, hey, ich selbst habe Psychologie studiert, wie ergeht es denn anderen Psychologiestudierenden in Bangladesch zum Beispiel? Und dann eben wirklich eine Story, eine echte Story im besten Fall von anderen Personen zu erzählen. Das sind so ein paar Wege, wie man die Distanz auch für globale Themen überbrücken kann. Oder natürlich auch nochmal besonders anzusetzen zum Thema Priming auch und Framing. Wert, als Wert Solidarität, sage ich mal, besonders anzusprechen. Und dann ist es trotzdem möglich, wenn wir von globalen Kontexten reden, dass wir dennoch eher da aktiv werden. Ne? Also wenn wir, sage ich mal, den Wert der Solidarität auch über Grenzen hinweg international betonen, dann stärkt das natürlich auch nochmal unser Bewusstsein dafür, ja, wir sollten auch international uns engagieren. Ist noch eine andere Frage. Ja. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich bin Klimajournalistin in Österreich und deswegen, ich habe letztens auf Instagram gesehen, dass es eine neue Seite gibt, Klimagefühle, und da bin ich zum ersten Mal auf dieses Thema ein bisschen gekommen. Ich habe 2 Fragen gesammelt, und zwar, das erste ist, du hast erzählt von dieser Wertschätzung. Was ich jetzt drunter verstanden habe, soweit ich es verstanden habe, ist so quasi, nicht anzuprangern, wenn jemand etwas macht, was er vielleicht nicht so machen sollte, sondern eher vielleicht hervorzuheben, dass die Person
motiviert ist, etwas zu ändern. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber damit tue ich mir manchmal schwer, also aus journalistischer Sicht sozusagen nicht zu sagen, was an einem bestimmten Verhalten nicht gut ist. Ja. Und die zweite Frage wäre, was ich oft versuche, ist dieser lösungsorientierte Journalismus, mhm. also zu sagen, okay, so und so viele Wälder brennen, aber da werden, keine Ahnung, Bäume gepflanzt. Und meine Frage wäre an dich so, wie sehr macht das wirklich Sinn, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es im Vergleich zur Klimakrise ja eigentlich nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was würdest du da empfehlen? Vielen Dank, zwei super spannende und komplexe Fragen, herzlichen Dank. Die erste Frage zum Thema Wertschätzung. Es gibt zwei Ebenen der Wertschätzung, die Sachebene und die Beziehungsebene. Und die sind beide interessant anzugucken. Also einmal natürlich auf der Beziehungsebene macht es Sinn, wertschätzend miteinander umzugehen, im Sinn von sich gegenseitig nicht zu zerfleischen. Und der beste Journalismus, würde ich sagen, bleibt konstruktiv. Das heißt, diese Wertschätzungsebene auf der Sachebene kann man nochmal von der Beziehungsebene abgrenzen. Also eben auf der Beziehungsebene darzustellen, beziehungsweise mehr oder weniger explizit, du bist ein wertvoller Mensch, ich höre dir zu, es ist interessant, was du sagst, und dennoch auf der Sachebene sind wir unterschiedlicher Meinung. Und ich glaube, das ist ein ganz essentieller Punkt, den wir brauchen auch im digitalen Raum, einen wertschätzenden Raum auf der Beziehungsebene wertschätzen, wo wir von dort aus dann eben durchaus unterschiedlicher Meinung sein können. Und genau deswegen, weil eben wir auf der Beziehungsebene okay miteinander sind, dann die Sachebene auch ermöglicht, tatsächlich mal über das andere nachzudenken. Und in Bezug zu den Grundbedürfnissen, wir brauchen einen Raum, wir können auch sagen Safe Space oder eine Lernzone, ne? Also die nicht so eine starke Panikzone ist, dass wir das Gefühl haben, wir sind einigermaßen sicher und niemand zerfleischt uns, wenn wir jetzt vielleicht mal was gesagt haben oder mal einen Tweet geschrieben haben, der nicht 100% genau das getroffen hat, was wir eigentlich sagen wollten. Dann sind wir bereit, vielleicht nochmal einen anderen Tweet zu schreiben, auch auf das zu reagieren, zu sagen, hey, danke, cool. Ne? Also da ist die Beziehungsebene, die muss wertschätzend sein. Auf der Sachebene sollten wir zeigen, das ist Dissens, ne, aber ich wertschätze dich als Person dennoch. Also das vielleicht zur ersten Frage. Zur zweiten Frage nach dem konstruktiven oder lösungsorientierten Journalismus. Als Gegenentwurf zu einem rein Katastrophenjournalismus würde ich sagen, ist das erstmal ein guter Versuch. Also so wie die Psychologie, sage ich mal, von der klinischen Psychologie sich immer das Schlechte anzugucken, also grundsätzlich alle Störungen, die wir haben, sich dann Gegenentwurf gebildet, die positive Psychologie, da guckt man sich alles Tolle an und wie das gelingende Leben funktioniert. Ich glaube, die zwei Gegenentwürfe machen Sinn. Spannend wird aus meiner Perspektive, wenn man zusammenbringt und miteinander kombiniert. Startet mit einer Risikokommunikation, die aufweckt, die Aufmerksamkeit schafft, die eben auch die Krisen als Krisen darstellt. Auch da müssen wir überlegen, für wen. Ich denke mal, viele Leute bei uns jetzt hier im Raum, die wissen, dass es hier um Krisen handelt, dann kann man die gegebenenfalls auch ein bisschen, sage ich mal, kompakter halten oder kürzer halten, je nachdem, mit wem man spricht oder an wem man schreibt. Entscheidend ist dann, dass aus dem Krisenjournalismus dann eben auch die Lösung erwachsen, dass dann klar wird, ja, jetzt habe ich diesen Artikel gelesen, aber was heißt denn das jetzt, was mache ich jetzt? Wir alle haben ja eigentlich dann einen Drang, je stärker eben auch unsere Aufmerksamkeit aufs Thema gelenkt ist, dann auch ein Drang, irgendwie dem Call to Action zu folgen. Und wenn es kein Call to Action gibt, wenn es nicht mal Lösung gibt auf diese großen Probleme, dann werden wir natürlich unglaublich frustriert hinterhergelassen und gegebenenfalls führt das wirklich dazu, Schreckensmeldung, 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 dass wir dann bei der 10. oder 20. oder 50. Schreckensmeldung sagen, ich kenne ja das Thema schon. Die Schreckensmeldung, die kenne ich schon. Die Lösungen sind ja aber immer unterschiedlich gegebenenfalls. Ja? Und da spezifisch zu gucken, für diese Krise, was ist eine Lösung auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene, aber dann auch den nächsten Schritt zu machen, was bedeutet das jetzt für die Menschen, diese Individuen oder auch Gruppen, die jetzt diesen Artikel lesen. Konnt ihr es weiterhelfen? Gerne. Ihr hört alle so aufmerksam zu. Also wenn es noch eine andere Frage gibt, würde ich, ja, nee, wunderbar, ich hätte noch eine Frage beantwortet, aber Time out. Technik sagt, wir müssen jetzt zusammen in den anderen Raum gehen. Also vielen Dank nochmal für eure Zeit. Herzlichen Dank.